Ja, hallo, ich grüße euch. Martin hier. Hallo. Der Options Trader. Risikohinweis lesen. Woher kommt dein Gewinn? Ich habe ja vor ein paar Tagen die Performance einiger Coaching-Kunden hier auf YouTube gepostet und hatte dort auch nur einen Kommentar von glaube Peter. Und ich wollte da erstmal schreiben, aber ich habe mir gedacht, dass es sich lohnt, hier mal 5 Minuten kurz darüber zu sprechen. Das ist auch schneller im Übrigen. Und komme dann nochmal auf ein paar wesentlichen Sachen zurück, die mir also sehr wichtig sind. Zunächst auch also vielen Dank. Ich nehme das natürlich alles positiv auf. Das ist ja auch positiv. Möchte aber auch hier, wie gesagt, meinen Kommentar dazugeben. Also vielen Dank, ja, dass dir die Videos gefallen. Und ja, ich berichte über die Performance aus dem Grund, weil, naja, ihr wisst ja, wie das ist. Man kann es nie allen recht machen, wenn man seine eigenen Depots zeigt, heißt es, naja, was du kannst, das ist zwar schön, aber was können die Coaches? Wenn ich jetzt die Coaches zeige, heißt es, warum dann nur ein paar? Ich erkläre das und begründe das, damit ihr das auch richtig versteht. Das eine ist, ich hab's ja gesagt, ich möchte einfach jetzt in dieser Form, vielleicht mache ich das später, vielleicht auch in Newsletter-Form, einfach aufzeigen, was geht, ne? Und was möglich ist. Es geht erstmal jetzt um mich, weniger um euch, sondern ich möchte einfach über einen bestimmten Zeitraum zeigen, hier was geht. Denn ich halte es für sehr wichtig, dass man zeigt, was geht oder was man kann, bevor man dann halt über etwas spricht. Weil man dann auch sicherlich auch ganz anders wahrgenommen wird. Das ist die eine Sache. Und zum anderen möchte ich natürlich jetzt auch nicht über etwas sprechen, was ich nicht selber tue. Und da habe ich gedacht, ist es am besten, wenn man zeigt, was die Coaching-Kunden hier machen. Es ist so, ich mache kein Geheimnis um die Strategien, sondern ich sage es ganz bewusst nicht, weil ich hier öffentlich bin. Und es sind ein paar Vernünftige von euch dabei, aber es sind natürlich auch ein paar dabei, die vielleicht noch nicht so, ja, wie kann ich es erklären, fit sind oder vernünftig sind, sondern die dann vielleicht manche Dinge nachmachen würden oder wollten und ohne Begleitung, ohne ja, vorherige ja, Training und was auch immer, kann das eben zu großen Schäden führen. Naja, das ist das Hauptproblem. Ja. Daher ist es kein Geheimnis, auch wenn ich es jetzt posten würde, könntet ihr sowieso damit nichts anfangen. Denn es ist eher eine Technik, ne, das ist einfach SPX, das sind Ratio Trades, das sind Bear Call Trades, das sind die ganz bekannten Optionsstrategien, da kann man das auf YouTube, im ganzen Internet gibt es da tonnenweise Material. Es geht halt hier um die konkrete Anwendung. Anpassungen, Abstände, Laufzeiten, Markt und das kann man halt eben, versteht ihr, nicht in ein Wochenende coachen. Das wollte ich eben mitteilen. Aber es geht mir, wie gesagt, nicht darum. Es geht mir hauptsächlich nicht darum, sondern dass ihr zunächst einfach mal auch sehen sollt, oder ich oder wir, was geht. Und das Zweite ist, habt doch auch ein bisschen Geduld, denn ich habe ja gesagt ein Jahr, damit ihr auch mal seht, was in einem Jahr möglich ist. Und jetzt sagt ihr schon nach 2 Monaten, was sollen wir damit anfangen? Das, ja, was soll ich da jetzt drauf antworten? Manche sagen, warum zeigst du nicht, was du machst? Ja, dann ist es auch nicht recht, wenn man nichts zeigt. Also wie gesagt, man kann es nie allen recht machen. Deswegen ziehe ich das Ding jetzt einfach durch. Das hat mit dem Coaching, was ich anbiete oder nicht anbiete, überhaupt nichts zu tun. Versteht ihr? Dürft es nicht persönlich nehmen. Vielleicht will ich auch das gar nicht coachen. Ist doch völlig egal. Ne? Nehmt es doch erstmal so an, dass es möglich ist, mit fast keinem Risiko vielleicht gute Renditen zu machen. Das ist ja auch schon mal was. Und vielleicht biete ich ja nächstes Jahr was an oder ihr könnt mich kontaktieren oder was auch immer. Nehmt es doch einfach erstmal ohne an, ohne zu bewerten oder ohne irgendwie was auch immer. Ist doch gut. Seid doch froh, dass er so ein Verrückter ist. Und Vertrauen meine ich halt eben, dass es sich halt entwickelt. Ne? Dass ich nicht vertraue wegen Geheimnis, sondern dass man das auch umsetzen kann, ohne sich zu schaden. Ja? Und dazu braucht man ein bestimmtes Mindset. Und ein ganz großer Bereich des Mindsets ist Geduld. Habt ein bisschen Geduld, lasst es doch einfach laufen. Ne?
Soll die Community jetzt 12-mal am Monatsende staunen? Nur das finde ich jetzt nicht so schön. Warum sollen sie staunen oder auch nicht staunen? Ich kann ja auch sagen, ich habe 100% Minus gemacht, dann werdet ihr nicht staunen. Warum fühlst du dich so angegriffen? Ne? Ich zeige hier meine Performance. Ja. Ja und? Ne? Dann nimm es doch an. Und was weiter? Jetzt ist ja dein Problem. Ich bin ja da, also wenn ich von jemand etwas möchte, dann kann ich ihn ja kontaktieren. Ne? Und außerdem möchte ich vielleicht auch mal ein bisschen zeigen, wie schwierig es manchmal auch ist als Coach, wenn man bestimmte Dinge kann, auch diese rüberzubringen. Ja, und da gibt es dann halt auch, ja, wie soll ich sagen, es ist die Mainstream ist so, ja, da ist ein Coach, der verkauft irgendein Seminar und dann ist alles toll und das ist halt nicht die Realität. Ja. Die Realität halt heißt, ja, wenn jemand gut ist, ja, oder halt nicht gut ist, dann musst du halt eben schauen, wie du das lernen kannst, was derjenige dann vielleicht macht. Aber ich werde sicherlich was anbieten können. Ne? Ja, sicherlich, du entscheidest, wem du die Strategie, entscheide ich nicht, sondern die Techniken im Übrigen. Ich habe hier fast, ich weiß nicht, 800 Videos, wenn jemand sich die Zeit nimmt, das tun aber die wenigsten. Dann könnt ihr eigentlich diese Sachen, die ich mache, auch ohne Coaching, ohne Kosten, ohne einen Cent auszugeben, könnt ihr aus allen Videos, was ich hier gepostet habe, das rausziehen. Ne? Mal das mal ganz offen gesagt. Ne? Weil Coaching und Lehren ist ja nur eine zeitliche Kompression. Das heißt einfach meine Lebenszeit gegen ja, Entgelt. Ja? Aber ich habe 800 Videos, das sind dann vielleicht 8000 Stunden oder so, 4000 Stunden, könnt ihr euch selber reinziehen. Kostet nichts. Halte ich niemanden auf. Ja, so, genau. Ich weiß nicht, das müssen die Zuschauer entscheiden, was sie damit anfangen sollen. In der Community schlage ich dir vor, du bietest breiten Community kostenlose Webinare an. Das tue ich ja schon seit 2, 3 Jahren. Nur die breite Community nimmt das ganz wenig wahr. Das ist halt so. Ne? Mal so nebenbei. Ich mache es ja schon 2, 3 Jahre. Und die übrigens, die jetzt auch hier diese Performance haben, die sind schon 2, 3 Jahre bei mir. Ihr hättet das ja alle auch machen können. Ich bin ja schon nicht ganz unbekannt hier. Ne? Buchen braucht er so nicht. Ich mache das nicht, damit ich jetzt irgendwas verkaufe. Das vielleicht unterscheidet mich von den anderen Coaches, weil muss mal ganz ehrlich und offen sagen, ich weiß, dass ich es kann und ich brauche niemanden in der Form. Was mich aber halt aufregt, ist, dass man eben diese Optionswelt oder diese Optionskonstruktion eben so schlecht macht oder dass es eben so risikobehaftet ist. Das regt mich persönlich auf in der Form. Und auch vielleicht vorab zu der Frage, warum mache ich überhaupt Coachings oder Ausbildung? Wenn das doch alles so toll ist. Da mache ich mal eine Gegenfrage, warum kehren berühmte Schauspieler, sage ich mal, auch oft zum Theater zurück, ja, obwohl sie da wenig Gage kriegen? Ja, weil das die Leidenschaft ist, weil sie es gerne machen. Und ich mache das gerne, was ich tue. Ne? Ich liebe es, was ich tue. Und deswegen bin ich da mit Herzblut dabei. Ne? Und wie gesagt, ich habe ja schon Ausbildungsprogramm und jeder kann ja an mich rantreten. Wichtig nochmal ist in diesem Zusammenhang nochmal jetzt nicht nur Performance prozentual, sondern eben auch den Zeitaufwand hier berücksichtigen. Zeitaufwand in der Form, wenn du schon fit bist, also wenn du Techniken kannst, wenn du fit bist in den bestimmten ja, Setups, Optionswelt, dann ist der Zeitaufwand, gerade das, was ich zeige oder was die Coaches zeigen, vom Zeitaufwand sehr gering und die Rendite sehr hoch. Das war mein Streben und das funktioniert. Ich will einfach der Community mitteilen, dass es geht. Ja? Weil 99% sagen, das geht nicht und ich sage, es geht. So, und ich zeige auch, dass es geht in der Form. Ne? Ja, und darum geht es. Geht jetzt nicht nur um die Rendite, sondern wie viel Zeit verbringt ihr, um bestimmte Renditen zu erwirtschaften. Und wenn man das runterbricht, ja, auf Stundenlohn, dann ist dieser Trade, also die Performance mit einem, sag ich mal, monatlichen Zeitaufwand von 2 Stunden ungefähr, wenn überhaupt. Von 2 Stunden, ja. So, das heißt, da ist die Rendite, der Stundenlohn, denke ich, ganz okay.
Es ist kein Daytrade-Performance. Daytrades in der Form mache ich nicht. Das kann man auch schlecht sagen. Ne? Da gibt es auch unterschiedliche Trader, Swing-Trader. Der eine macht mehr, der andere ist länger am PC. Das heißt, man kann da ganz schlecht, ja, sag ich mal, sagen, was da so eine Durchschnittsperformance ist. Wichtig ist vor allem eben das Risikomanagement, dass das Risiko eben sehr begrenzt ist. Und wenn man das noch in Relation nimmt, denke ich, zeige ich auf, dass diese Schere machbar ist. Ja? Und allein das soll ja Inspiration sein. Ob es bei mir ist oder woanders, halt am Ball zu bleiben, was Optionswelt betrifft, was Risikomanagement betrifft. Denn nochmal, die Aussage heißt, ohne Risiko kein Profit. Und ich sage mal, ich versuche oder die Coaches versuchen mit Arbeit, mit Aufwand, diese Aussage etwas zu relativieren. Sagen wir mal, man kann doch mehr machen. Ne? Also deswegen, ich hoffe, dass ich dann ein bisschen hier Feedback gegeben habe. Und wie gesagt, ich mache das einfach jetzt, wollte ich eigentlich nur nebenbei machen, aber da jetzt hier ein paar Kommentare sind, ihr braucht weder staunen noch klopfen oder an meine Schulter klopfen noch sonst irgendwas. Ich zeige es einfach. Und derjenige, der intelligent ist oder nicht intelligent ist, der weiß dann, was zu tun ist. So einfach ist die Welt. Danke, tschüss.